Ach, Leute, ihr seht den Screen schon, es handelt sich um Never. Und ich habe eine gute Nachricht, eine richtig gute Nachricht. Im Forum stand, dass sie die Hitboxen fixen werden und das Geld auch gefixt wird, dieses Geld verlieren, wird jetzt auf 25% runtergestuft und von diesen 25% kann man 20% aufheben. Ich finde sowas viel, viel besser. Also, das heißt, ich verliere jetzt immer noch, ich sag mal, man verliert trotzdem viel Geld. Also sie hätten vielleicht eine Bank einführen können oder sowas, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Boah, ich muss sagen, Alter, die Server sind so verdammt leer. Ne? Vor waren es 30 Leute sowas standardmäßig auf dem Server, jetzt sind es 5, 6, 7, das ist nix. Ja. Und ich finde es einfach gut, weil man kann jetzt sich kein Geld mehr cheaten, wie es vorher halt auch war. Wir haben es ja auch selbst bei unserer Gruppe gemacht, um halt mal mit 10 Millionen rumzurennen. Muss ich zugeben. Es geht aber mit Territory, also wir haben mindestens ein paar Stunden gebraucht, bis die Scheiße dann endlich lief. Und einer von uns hatte dann halt glücklicherweise eine Million oder 2 Millionen, damit dann halt alle oben waren. Da habe ich auch meine 500.000 her. Auf jeden Fall, Hitbox wird gefixt, ein paar laggy Sachen wurden gefixt, sowas wie man steckt fest oder so. Und Geld, man verliert 25% von seinem Geld jetzt, das finde ich schon viel, viel besser. Also das ist im akzeptablen Bereich, weil die Hälfte ist krass. Und von diesen 25% kann man eben 20% aufheben, das heißt, wenn ich 10.000 Geld habe, verliere ich 2.500 und von diesen 2.500 kann man 500 aufheben. So gibt es auch kein Geldfarming so in dem Sinne und man muss sein Geld immer noch durch Packages abliefern, holen oder eben durch Spieler töten, die halt reich sind, aber gibt es ja bald eh nicht mehr. Und so haben sie einfach gemacht, dass das Spiel jetzt weniger PvP-lastig ist, weil du kannst dir halt nicht unbedingt die 600 Muni holen für die Mag DR, weil du dann halt ein armes Schwein bist. Oder die 10 Doctors Backs auf einmal, weil du dann auch ein armes Schwein bist. Und es geht schon jetzt mehr Richtung Survival-Spiel, was schon mal super ist. Und mich freut es einfach, die Hitbox, das mit mir eins der wichtigsten Sachen, die Hitbox ist gefixt, man kann wieder snipern. Was ich sagen muss, ist natürlich assi, aber es ist halt so, Sniper sind halt in Survival-Shootern megamäßig beliebt und ich bin auch so einer, der gern snipert und deswegen werdet ihr womöglich auch ein paar Sniper-Sachen von mir dann demnächst sehen und es wird wieder weitergehen mit dem Let's Play. Heute ist Dienstag und ich werde auch gleich heute Abend, wenn der Patch raus ist, der sollte heute rauskommen, eigentlich schon jetzt sollte der bald rauskommen, ich bin glücklich, dass ich das Spiel noch starten konnte. Ja, ich freue mich, wenn es wieder geht und dann sofort kommen gleich eine 2-3 Stunden Session, zack, ihr kriegt die Folgen auf jeden Fall und ich freue mich, dass es wieder Never gibt. Bis dann.